Meine Damen und Herren, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrem Asklepios Informationsmagazin hier im Internet. Unser Thema heute: Unfruchtbarkeit des Mannes. Und ich begrüße wie immer an dieser Stelle zunächst unseren Studiogast. Herzlich willkommen heute an Dr. Tobias Potek, den Chefarzt der Urologie im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Dr. Potek, was bedeutet der Begriff Unfruchtbarkeit eigentlich genau? Also wie umfangreich ist er eigentlich? Wir gehen ja davon aus, dass Mann und Frau sich vermehren. Männlich und weibliche Eigenschaften kommen zusammen und dann werden Kinder daraus. Und manchmal funktioniert das nicht. Und jetzt haben wir so ein paar Definitionen entwickelt im Laufe der Jahre, die wir von der urologischen Seite in diesem andrologischen Fachgebiet betrachten. Und da sagen wir, dass ein Paar dann unfruchtbar ist, wenn sie ein Jahr lang versucht haben, Kinder zu zeugen und das nicht funktioniert hat. Mhm. Dann kann man das nochmal so ein bisschen nach entsprechenden Untersuchungen auseinanderdröseln. Und aus der Erfahrung weiß man heute eben, dass in einem Drittel der Fälle die Frau schuld ist sozusagen, in einem Drittel der Mann und in einem weiteren Drittel beide zusammen. Mhm. So kommt eben Unfruchtbarkeit zustande, indem diese biologischen Funktionen auf irgendeine Art und Weise nicht richtig ticken. Mhm. Unfruchtbarkeit des Mannes soll heute bei uns in unserer Sendung im Zentrum stehen. Ich habe gelesen, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Fruchtbarkeit des Mannes im Laufe der Zeit tatsächlich stetig zurückgeht momentan. Stimmt das? Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die für viele medizinische Dinge Normwerte festlegt. Und die haben ein Laborhandbuch, was immer wieder überarbeitet wird, das letzte Mal im Jahr 2010. Darin werden Grenzwerte festgelegt. Und der Grenzwert für die Normalität der Spermiendichte, also Spermien pro Milliliter Ejakulat, liegt jetzt bei 15 Millionen. In der Auflage davor lag es noch bei 20 Millionen und vor 10 Jahren lag es bei 40. Wie das genau zustande kommt, weiß niemand wirklich exakt. Es gibt also keine Beweise darüber, dass die Fruchtbarkeit, die Fertilität der Menschen abnimmt, weil die Weltbevölkerung ja insgesamt zunimmt. Aber es ist auf der nördlichen Halbkugel zumindest so, dass es tatsächlich Hinweise darauf gibt, dass Umwelteinflüsse, was auch immer, dafür Sorge tragen, dass die Fruchtbarkeit abnimmt. Gibt es außer den Umwelteinflüssen noch irgendwelche Faktoren, mit denen Sie zumindest mutmaßen? Sie spekulieren ja sicherlich auch mal darüber. Es gibt ganz interessante Beobachtungen. Eine, die ich gerne immer darstelle, ist einer aus Berlin. Berlin ist ja abgeschlossene Stadt gewesen im Kalten Krieg, bis die Wende kam. Und in Berliner Stadtbetrieben musste das Wasser recycelt werden. Das war ganz wichtig. Das Trinkwasser, man hatte keine unendlich großen Reservoir fürs Trinkwasser. Das wurde also auf Abwasser wieder recycelt. Und man konnte dann beobachten, dass in einigen Gewässern der Stadt Fische ausstarben. Und hat dann in den 90er Jahren, nach der Wende war das dann schon, Ermittlungen angestellt, warum das so war. Und da hat man gesehen, dass östrogenanaloge Bestandteile in den Wassern stark zugenommen hatten und dass es keine männlichen Fische mehr gab, von ganz bestimmten Fischarten. Die Erklärung war die orale Kontrazeption, die Antibabypille. Frauen, die Antibabypille nehmen, scheiden mit ihrem Urin Östrogene aus oder östrogenähnliche Substanzen aus, die in der Abwasserbewirtschaftung nicht filtriert werden können. Die bleiben drin. Und so hatten diese Fische dann eben vermehrte Östrogenbelastung und deshalb sind die männlichen ausgestorben. Ob das so auf den Menschen auch zutrifft, das weiß niemand ganz genau. Aber es gibt eine ganze Menge Umwelteinflüsse, die so wirken wie weibliche Hormone. Wie viele Menschen sind denn überhaupt betroffen, wenn wir über Unfruchtbarkeit sprechen, prozentual? Also wir gehen heute davon aus, dass mindestens 20%, wenn nicht sogar 30% aller Paare ungewollt kinderlos bleiben. Das ist so eine Maßzahl, die man kennt. Das ist relativ viel. Mhm. Wie bemerkt denn der Mann, also wir wollen uns ja ein bisschen auf den Mann heute fokussieren, wie bemerkt der, dass der unfruchtbar ist? Denn nicht jeder versucht ja aktiv gerade eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Woran bemerkt man das? Man merkt es nicht. Also wenn man nicht aktiv versucht, ein Kind zu zeugen, dann spürt man nichts. Man sieht nichts, man riecht nichts, man fühlt nichts. Es verändert sich also subjektiv nichts an der Wahrnehmung. Es sei denn, man ist interessiert an der Frage, ist man fruchtbar oder nicht. Und dann kann man zu einem geeigneten Arzt gehen, in der Regel ein Urologe,
Andrologen müssen nicht unbedingt Urologen sein, es gibt auch Endokrinologen, also Internisten, die Andrologen sind. Es gibt auch Hautärzte, die Andrologen sind. Es sollte aber schon ein Androloge sein. Und dann macht man eine Samenuntersuchung. Dann wird mikroskopisch Samenflüssigkeit untersucht und darin kann man die Samenzellen sehen und zählen und die Form auch beurteilen. Da sind wir dann auch schon direkt drin im Thema Diagnostik. Also ich hätte Sie natürlich jetzt auch demnächst mal gefragt, was ein Mann denn tun kann oder beziehungsweise wie Sie erstmal feststellen können, wo das Problem liegt genau. Was gibt es darüber hinaus für Untersuchungen? Also es ist in aller Regel ja so, dass ein Paar in die sogenannte Fertilitätssprechstunde kommt. Dafür gibt es spezielle Sprechstunden in verschiedenen Einrichtungen. Und dann macht man zunächst mal eine Anamneseerhebung, fragt also, was sie denn genau getan haben in diesem Zeitraum von mindestens einem Jahr, bevor man das Paar als infertil bezeichnet. Und dann wird sich ein Gynäkologe die Frau ansehen und ein Androloge den Mann. Wichtig ist dabei eben, die Funktionen zu untersuchen, die etwas mit der Fertilität, mit der Zeugungsfähigkeit zu tun haben. Und das Genitale muss man sich anschauen. Man muss auf jeden Fall auch eine Ultraschalluntersuchung der Hoden machen, weil dort Pathologien auftreten können, die verantwortlich sind für die Zeugungsunfähigkeit. Man wird im Blut bestimmte Hormone untersuchen und dann eben die Königsdisziplin, das sogenannte Spermiogramm, also die mikroskopische Untersuchung der Samenflüssigkeit. Man kann auch zusätzliche Untersuchungen noch machen, die Aussagen darüber treffen, ob die Samenzellen, die man sieht, auch wirklich funktionieren. Das sind dann schon relativ komplizierte Untersuchungen, Swim-Up-Test, Eosin-Test, nur mal so als Schlagwort. Also da geht eine ganze Menge. Was könnten Sie beim Ultraschall zum Beispiel beim Mann entdecken? Das Wichtigste, was man entdecken muss, sofern es vorliegt, ist ein Hodentumor. Es gibt Krebserkrankungen der Hoden, die hormonaktiv sind, also ganz bestimmte Hodenkrebsanteile produzieren das weibliche Schwangerschaftshormon, das humane Chorion-Gonadotropin, HCG. Und es gibt auch Tumore, die Testosteron, also das männliche Sexualhormon, im Übermaß produzieren, das dann vom männlichen Körper in weibliches Hormon umgewandelt wird. Und diese beiden, sowohl das Östrogen oder Östradiol, wie auch das HCG, die machen die Spermiogenese kaputt. Es gibt also dann keine Samenzellen mehr. Die Samenzellproduktion wird völlig flachgelegt. Und das ist natürlich extrem wichtig, nach einer bösartigen oder potenziell bösartigen Krankheit als Ursache zu suchen. Was können Sie in puncto Therapie für den Mann machen? Therapie kann man natürlich nur dort ansetzen, wo es tatsächlich auch einen pathologischen Befund gibt. Zum Beispiel bei diesen Hodentumoren müssen die dann effektiv behandelt werden. Das fängt bei Operationen an, geht über Chemotherapien gegebenenfalls bis zur Bestrahlung. Aber auch andere Dinge, die die Zeugungsfähigkeit beeinflussen, kann man behandeln, wie zum Beispiel die Varikozele. Varikozele, so ein Kunstbegriff, ist eine Krampfader des Samenstranges. Tritt häufig links auf der linken Seite, weil unsere beiden Körperhälften etwas unterschiedlich gebaut sind. Auf der linken Seite muss das Blut vom Hoden bis zur Nierenvene wieder gegen die Erdanziehungskraft zurückgepumpt werden, wenn man so will. Und damit das nicht versackt, sind da Rückschlagklappen drin. Und diese Rückschlagklappen können insbesondere bei großen Männern sich umdrehen und dann fällt der Blutfluss wieder zurück. Dann bildet sich eine Krampfader auf dem Samenstrang. Es gibt so ein paar Theorien, warum Männer, die sowas haben, dann auch eine schlechte Samenqualität haben. Eine Theorie, die immer wieder kommt, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt, ist, dass durch diesen vermehrten Blutrückfluss auf der linken Seite der Hoden überwärmt wird. Wir tragen den ja extra im Hodensack, also außen vorm Körper, weil dort eben keine Körperkerntemperatur erreicht wird. Der Hoden hat immer eine Temperatur, die unter der Körpertemperatur liegt, etwa 35 Grad. Und der Körperkern liegt bei 37 Grad ungefähr. Und wenn jetzt durch diesen vermehrten Blutfluss eben zu viel warmes Blut dort bleibt, dann kann man sich vorstellen, dass die Samenproduktion gedrosselt wird. Und diese Krampfadern kann man eben auch behandeln. Viele andere Dinge muss man natürlich auch behandeln. Also wenn es zum Beispiel einen Verschluss gegeben hat durch Entzündungen, Infektionen, Chlamydieninfektionen zum Beispiel, sind keine ganz seltene Ursache für Zeugungsunfähigkeiten. Die würde man mit Antibiotika behandeln. Also mit Medikamenten, die spielen auch eine große Rolle bei verschiedenen Hintergründen. Immer dann, wenn es sinnvoll ist, kann man auch über medikamentöse Therapien nachdenken. Es gibt kein Zaubermedikament. Es gibt nichts, was also die Samenzellproduktion auf Trab bringen könnte oder so. Das hat man sich eine Zeit lang vorgestellt, dass man hier mit Hormonen arbeiten kann. Also man kann immer nur versuchen, Normalität herzustellen. Also wenn bei einem Mann beispielsweise ein ganz bestimmtes Hormon fehlt, dann kann man versuchen, das zu ersetzen durch entsprechende Medikamente. Aber man kann nicht über das normale Maß hinaus
dann noch weiter steigern. Das funktioniert leider nicht. Das verhindert die Natur. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ein Mann aus welchen Gründen auch immer sterilisiert ist und dann womöglich doch nochmal vielleicht mit einer anderen Partnerin einen Kinderwunsch auftaucht? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, das ist nicht selten. Das muss man klar sagen. Die Vasektomie, also die Sterilisierung des Mannes, gilt ja als die sicherste Verhütungsmethode. Er hat den geringsten Pearl-Index, also die geringste Zahl von ungewollten Schwangerschaften nach der Methode. Und die Scheidungsrate ist aber inzwischen ja relevant hoch geworden. Ja, und so kommt es denn vor, dass ein Paar, das sich irgendwann für die Vasektomie des Mannes entschieden hat, auseinandergeht und eine neue Frau in sein Leben tritt, die dann wieder Kinder möchte. Dann kann man eine Refertilisierungsoperation vornehmen. Da haben wir auch ein Video zu, auf dem man, in dem man ganz gut sehen kann, wie das gemacht wird. Da wird also werden die Samenleiter dargestellt. Unter dem Mikroskop wird das operiert, weil es sehr feine, sehr kleine Strukturen sind. Und dann wird die Samenflüssigkeit, die aus dem Samenleiter austritt, während der Operation untersucht, ob wirklich Samenzellen drin sind. Und wenn das der Fall ist, dann werden mit extrem dünnen Fäden die beiden Samenleiterenden wieder aufeinander genäht. Das ist die Refertilisierungsoperation oder auch Vasovasostomie. Kann man sagen, dass das in gewisser Weise ein Spezialgebiet auch von Ihnen im Westklinikum Hamburg ist? Ja, das ist so. Ich mache das schon sehr lange und mit großer Passion. Mit großer Passion und auch in großer Anzahl. Wie viele Männer kommen zu Ihnen mit so einem Wunsch? Damit man diese Operation überhaupt vernünftig machen kann, sollte man also mindestens alle 2 Wochen eine machen. Das entspricht also einer Zahl so von etwa 20, 30 im Jahr. Wenn man es seltener macht, kann man das handwerklich einfach nicht leisten. Wie stehen denn die Chancen für Paare, wo sie beim Mann zum Beispiel so eine Refertilisierung durchgeführt haben, dann auch Kinder zu bekommen? Wie hoch sind die Chancen einer Schwangerschaft? Wir messen nach dieser Refertilisierungsoperation einfach die Zahl der Samenzellen im Ejakulat. Man macht also wieder ein Spermiogramm. Und in 95% der Fälle sind nach der Operation wieder Samenzellen da. Das ist also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, was man als Durchgängigkeit dann bezeichnet. Die Erfolgsrate muss man natürlich bei der Frau messen. Man muss gucken, ob sie schwanger wird, ob sie das Kind dann auch austragen kann. Da gibt es also diese sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Das ist die Erfolgszahl. Die liegt deutlich niedriger. Übersetzt vielleicht mal. Das ist die Anzahl der nach Hause gebrachten Kinder, der nach Hause gebrachten Babys, Baby-Take-Home-Rate. Und da wissen wir, dass sie eben deutlich geringer ist, also diese 95%, die liegt bei etwa 60-70%. Es liegt einfach daran, dass die Frauen eben auch ihre Pathologien mitbringen und Mann und Frau natürlich zusammenpassen müssen. Es gibt also genetisch unter Umständen Gründe, warum die beiden nicht zusammenpassen. Und dann kann jeweils bei der Frau oder bei dem Mann alles in Ordnung zu sein scheinen, aber zusammen kommen sie eben nicht. Deshalb ist die Rate geringer. Was passiert denn in so einem Fall, also wenn das alles in Anführungsstrichen nicht fruchtet? Wie sieht es da aus mit zum Beispiel künstlicher Befruchtung? Also gibt es dann immer doch noch irgendwie eine Möglichkeit, die Sie dann versuchen einzusetzen? Ja, das ist dann das technische Ende sozusagen, nachdem nichts mehr kommt. Die künstliche Befruchtung oder assistierte Befruchtung ist anstrengend für beide Partner, wenn man es mal genau nimmt. Bei der Frau muss man eine Hormonbehandlung machen, damit in den Eierstöcken die Gelbkörperchen sichtbar werden. Und wenn die dann eben einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, dann gibt es spezialisierte Gynäkologen, Reproduktionsmediziner heißen die heute, die durch die Haut mit dem Ultraschallgerät gesteuert aus den Eierstöcken Eier heraus punktieren. Die werden also mit bestimmten Nadeln dort abgesaugt. Vom Mann braucht man Samenzellen, entweder aus dem Samenerguss oder direkt aus dem Hoden. Man kann in örtlicher Betäubung aus dem Hoden Gewebe gewinnen und daraus Samenzellen isolieren. Und dann bringt man wiederum unter dem Mikroskop eine Eizelle und eine Samenzelle zusammen. Man kann also die Samenzelle in die Eizelle einschleusen, also selbst für diesen Schritt noch assistieren. Deshalb heißt das assistierte Befruchtung. Und dann hilft nur Daumen drücken, ob die beiden wirklich angehen, ob die Samenzelle und die Eizelle ihre Erbinformationen vermischen und daraus dann eben ein Zellhaufen wird. Und wenn dieser Zellhaufen eine bestimmte Größe erreicht hat, dann wird er der Frau wieder zurückimplantiert, um dort dann eben eine Schwangerschaft zu erzeugen und durchzutragen. Das kann an jedem Punkt schiefgehen. Deshalb sind dort eben auch die Erfolgsraten lange nicht 100%, sondern in der Summe etwa bei 70-75%. Also es bleibt letztendlich ein Anteil von Paaren über, denen man tatsächlich nicht helfen kann. Die sollten dann kleine Kinder. Das ist Schicksal wahrscheinlich, oder? Ja, das ist Schicksal und die sollten sich darum kümmern,
Kinder zu bekommen, die anderweitig keine Chance haben, also adoptieren vielleicht. Würden Sie dennoch sagen, dass die, dass Sie als Ärzte sozusagen über bessere Möglichkeiten denn je verfügen, Paaren zu helfen, was die Fruchtbarkeit angeht? Also so als das, kleines Fazit unseres das, Gesprächs? Das denke ich, dass also zu unserer Lebenszeit oder zu meiner Arbeitszeit hat sich da sehr viel entwickelt. Als ich angefangen habe, mich mit der Urologie zu beschäftigen, ging das noch gar nicht. Also Reproduktionsmedizin ist ein sehr junger Teil in diesem Fach. Das ist ja fachübergreifend, also Urologen und Gynäkologen, Endokrinologen, Biologen arbeiten da zusammen. Es gibt also richtige Fertilisierungskliniken und Institute inzwischen, die sich ausschließlich damit beschäftigen. Und da sind wir auf einem sehr hohen Stand der Technik inzwischen, das muss man wirklich sagen. Und man kann auch Paare nur ermuntern, bei denen es irgendwie nicht klappt, sich in die Behandlung zu begeben, diese spezialisierten Zentren und damit eben alles rauszuholen, was rauszuholen geht. Das ist ein schönes Schlusswort, das nehme ich so. Vielen Dank, Herr Dr. Potek, dass Sie heute mein Gast waren. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Nachtvorlesung nachgefragt für dieses Mal. Ich hoffe, wir konnten Sie auch dieses Mal wieder sehr gut und umfassend informieren. Wenn Sie noch Interesse an anderen medizinischen Themen haben, dann ermuntere ich Sie an dieser Stelle auch mal, und zwar auf unsere Homepage drauf zu gucken. Der Link dazu lautet www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Vielleicht sehen wir uns gleich schon wieder in einer anderen Sendung. Ansonsten hoffentlich bis bald und alles Gute für Sie. Tschüss.